Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen ersten größeren Plenumsrunde im Forum Neue Oberstufe. Die erste Runde, die in ganz großer, in breiter Zahl nochmal einsteigen wird in die Diskussion, nachdem es ja heute Morgen schon diverse Austauschrunden, zwei Austauschrunden gegeben hat und dazu noch die Workshops, die ja auch sehr gut gelaufen sind. Zumindest teilweise konnte ich da auch reingucken. Wir wollen am heutigen Nachmittag so ein bisschen den Blick noch einmal weiten gegenüber dem, was bisher diskutiert wurde und was wir gestern und heute schon besprochen haben. Zunächst weiten mit Anne Slivka, die uns einen Blick über die deutschen Grenzen hinweg ermöglichen wird. Danach dann so ein bisschen in die Zukunft schauen und sehen, welche Schlussfolgerungen sich denn aus diesen Diskussionen und Debatten ergeben. Aber jetzt zunächst mal der Blick auf die internationalen Impulse. Bevor wir das machen, auch hier wieder der Hinweis, Sie kennen das schon von gestern und vom heutigen Tag, dass es über das Mentimeter die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen. Also die Fragen, die Sie haben, die inhaltlichen Fragen, bitte über das Mentimeter stellen. Das wird jetzt auch im Chat dann entsprechend veröffentlicht, beziehungsweise ist schon da. Und ich darf einmal kurz zu Claudius Baumann noch schalten, der hoffentlich auch schon in der Runde vorhanden ist. Da ist er. Hallo Claudius. Genau, an dich einfach nochmal die Frage, wie läuft das genau mit dem Mentimeter? Du bist jetzt quasi in Alert und in Alarmstimmung und nimmst alles auf, was kommt, oder? Genau, richtig. Ich habe gerade den Link schon in den Chat gepostet. Den können Sie einfach öffnen oder auch über den Code und menti.com reingehen. Und dann gibt es wie gestern die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen oder auch die Fragen der anderen Teilnehmenden sich anzuschauen und ja, mit einem Daumen zu versehen. Und dann kriegen wir hoffentlich einen ganz guten Eindruck, was die drängenden Fragen sind, die wir dann hinterher aufgreifen. Alles klar, dann sehen wir uns gleich sozusagen in der Diskussion wieder, dann mit einer Menge Fragen, wenn das jedenfalls so läuft, wie es gestern lief. Und damit darf ich ganz herzlich Anne Slivka begrüßen, die Sie gestern ja auch schon kennengelernt haben, sofern Sie sich noch nicht kannten, Professorin am Institut für Bildungswissenschaften der Uni in Heidelberg, und unter anderem aber auch natürlich als Themenfeldleitung bei der Deutschen Schulakademie aktiv. Und sie wird uns heute mitnehmen sozusagen in andere Länder und schauen, wo wir uns denn die eine oder andere Scheibe vielleicht abschneiden können, wenn es darum geht, eine neue Oberstufe zu diskutieren, zu konzipieren. Es geht um internationale Impulse für die neue Oberstufe. Anne Slivka, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und übergebe an Sie. Gerne. Ich glaube jetzt, dass ich das mit dem Bildschirm mache. Ja, ich freue mich jetzt auch, zu Ihnen allen sprechen zu können über die internationale Seite des ganzen Themas. Internationale Impulse für eine neue Oberstufe haben wir es genannt. Und ich möchte zunächst Marie Roth auch danken, meiner studentischen Mitarbeiterin, die mich ganz doll unterstützt hat, nicht nur bei den Folien, sondern vor allem auch bei den vielen Interviews, die wir Ihnen zusätzlich zur Verfügung stellen können über die Vorbereitungswebseite. Und auf die werde ich mich auch immer wieder beziehen in der Präsentation. Also zu den internationalen Entwicklungen. Es geht zunächst darum, die Oberstufe weiterentwickeln. Es gibt also einen internationalen Diskurs zu der Frage, natürlich schon sehr lange. Das werden Sie auch bei einigen dieser Beispiele sehen, aber verstärkt eben seit den 2000er Jahren, den frühen 2000er Jahren, der Diskurs um die sogenannten 21st Century Skills. Es geht dann um eine neue Lern- und Prüfungskultur und dort internationale Beispiele. Um das Thema Flexibilisierung. Sie erkennen hier auch die Themen wieder der beiden Innovationslabore, die im Vorfeld des Schulforums gearbeitet haben. Und zum Schluss einige Thesen und einen Ausblick von mir. Dann steigen wir gleich ein. Oberstufe weiterentwickeln. Ich muss mal gerade gucken, hier ist der Balken drin bei mir. Genau. Die Oberstufe weiterentwickeln, also der internationale Diskurs. Der läuft seit einigen Jahren schon. Hier haben wir ein paar Titel zusammengestellt. Es geht um diese 21st Century Skills, Authentic Learning, Deeper Learning,
Four-Dimensional Education. Sie sehen, es ist eine Flut an Publikationen erschienen. Nicht nur im englischsprachigen Raum gibt es diesen Diskurs, der existiert in der Tat auch in Asien, also in einigen asiatischen Ländern, gibt es diesen Diskurs, auf den wir uns jetzt beziehen werden. Genau, wie verändern sich Aufgaben? Das ist eine ganz zentrale Folie aus meiner Sicht, so als Hintergrund für das, was jetzt kommt, aus dem Buch von Levy und Murnein von 2013, Dancing with Robots. Da geht es um Automatisierung und Digitalisierung und wie verändert die Technologie die Arbeitswelt. Und Sie sehen hier, wie sich Aufgaben verändern, und zwar Aufgaben in der Arbeitswelt, also nicht an der Schule, sondern in der Arbeitswelt zwischen 1960 und 2009 in den USA. Und schon da wird deutlich, dass Routineaufgaben sehr stark abnehmen, und zwar manuelle und kognitive Routineaufgaben, und Aufgaben zunehmen, in denen mit neuartigen Informationen gearbeitet wird und unstrukturierte Probleme gelöst werden. Man könnte dazu noch sagen, Aufgaben, die vor allem in Teams gelöst werden können. Hier nochmal eine Übersicht zu diesem Kontext. Der Hintergrund ist der Wechsel von der Industriegesellschaft in die digitale Informationsgesellschaft, die geprägt ist von einerseits Digitalisierung und Automatisierung, auch Beschleunigung und Komplexität und einer Orientierung an wissenschaftlicher Erkenntnis. Und auf alle diese Punkte werde ich im Vortrag eingehen. Und hier wird es auch nochmal aufgegriffen, wie sich die Arbeitswelt verändert. Von der Automatisierung deutlich betroffen sind also Routinetätigkeiten der kognitiven und der manuellen Art. Von der Automatisierung zunehmend betroffen sind manuelle Nicht-Routinetätigkeiten. Und am wenigsten von Automatisierung betroffen sind kognitive Tätigkeiten, die eben nicht mit Routinen oder wenig mit Routinen verbunden sind. Da gibt es international eine ganze Reihe von Listen und Modellen, die sind auch nicht alle trennscharf, da gibt es viele Überlappungen und teilweise sind es auch sehr viele Begriffe, das sieht man hier bei der rechten Liste. Was sich so ein bisschen durchsetzt, kann man sagen, und den Diskurs so etwas strukturiert, ist dieses Modell mit den 4C im Englischen oder halt im Deutschen die 4K, also Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität und Kollaboration. Man muss aber dazu sagen, dass das Ganze natürlich nicht funktioniert ohne die Basiskompetenzen. Der Diskurs zu Literacy und Numeracy, wir würden vielleicht im Deutschen sagen zu Deutsch und Mathe, um das mal so auf den Punkt zu bringen, der gewinnt ganz stark an Fahrt. Also ganz, ganz viele Bildungssysteme weltweit beschäftigen sich mit der Frage, wie können wir eigentlich am Ende von der Grundschule, in den meisten Ländern ja die sechsjährige Grundschule, sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler oder möglichst viele Schülerinnen und Schüler eben diese Basiskompetenzen beherrschen, also im Bereich von Literacy und Numeracy die Regelstandards erreichen, auf die man dann aufbauen kann durch komplexere Fähigkeiten. Das sind zunächst mal fachliche Fähigkeiten, aber dann eben auch überfachliche Fähigkeiten, also auch transferable skills. Ich möchte jetzt erstmal eingehen auf das Thema neue Lern- und Prüfungskultur. Und das erste Beispiel ist die Australian Science and Mathematics School im Bedford Park in Australien. Das ist ein Stadtteil von Adelaide. Das ist eine staatliche Schule, die wurde als 21st Century School gegründet, mittlerweile schon vor über 15 Jahren. Und das ist eine reine Oberstufenschule. Man denkt vielleicht, wenn man den Namen hört, dass es sich um eine Schule für hochbegabte Schülerinnen und Schüler handelt. Das ist aber nicht der Fall, sondern es ist eine Schule, die den MINT-Nachwuchsmangel sozusagen bearbeiten möchte. Denn auch dort gibt es einen Mangel an Fachkräften im MINT-Bereich. Und die Schule hat ein sehr innovatives Konzept. Die Lehrkräfte arbeiten in Teams. Die machen das sogenannte Design for Learning. Das heißt, sie designen komplexe Lernprozesse, die über mehrere Wochen ablaufen in einer hybriden Lernumgebung und in diesen Modulen, die man oben in dieser Achterschleife sieht. Da gibt es Module wie Truth and Perception, da geht es also um Erkenntnistheorie und Wahrheit. Also das bewegt sich so zwischen Kognitionspsychologie, Erkenntnistheorie, Philosophie,
Dann gibt es aber auch Energy Equation oder Engineering a Monster, also zu Robotik gibt es Module oder zu Biodiversität, Order from Chaos. Also das sind komplexe Module. Und in dieser ASMS, wie die Schule heißt, gibt es sehr moderne Lernräume, kleine Räume, große Räume. Wir werden die gleich nochmal sehen. Kleingruppenräume, aber auch diese Learning Commons. Und das Lernen wechselt sich ab zwischen sehr kurzen, strukturierten Inputs, auch durch Expertinnen und Experten von der Uni, aber oder auch zugeschalteten Personen und dann sehr viel projektorientiertem Lernen in Teams. Aber jeder einzelne Lernende ist auch begleitet durch ein individuelles Lerncoaching an der Schule. Also eine sehr komplexe Art und Weise, eine Oberstufenschule zu organisieren. Und da finden Sie auch auf der begleitenden Webseite einen schönen Film der Schulleiterin Jane Heath zu dieser Schule, wo das Ganze noch weiter erläutert wird. Dann die Hi-Tech High in San Diego. Das ist ja ein Schulverbund, eine sogenannte Charter School. Also das ist eine staatlich finanzierte Schule in freier Trägerschaft, hat angefangen mit einer Schule um die Jahrtausendwende. Mittlerweile ist es ein ganzes Netzwerk an Schulen rund um San Diego. Die arbeiten mit sehr detailliert geplanten Projektphasen, nehmen sich fast immer außerschulische Akteurinnen und Akteure mit rein in die Projekte. Und weil auch das für die Lehrkräfte so anspruchsvoll ist, hat der Hi-Tech High Schulverbund seine eigene Lehrkräfteausbildung aufgebaut. Das heißt, man verlässt sich nicht mehr auf die Lehrerausbildung an der Uni, sondern man sagt, die Personen müssen zusätzlich qualifiziert werden, um solche komplexen Projektphasen machen zu können. Und noch ein Beispiel aus Neuseeland. Das ist auch eine 21st Century School, staatlich auch auf der neuseeländischen Südinsel. Neu gebaut nach dem Erdbeben in Christchurch mit ganz modernen Räumlichkeiten. Eine Schule, die voll inklusiv ist und wirklich die gesamte Bandbreite an Schülerinnen und Schülern beschult. Und diese Schule ist nach dem Prinzip des Universal Design for Learning gestaltet, nicht nur räumlich, sondern auch pädagogisch. Und interessant dort die neuen Hülsen, die man gefunden hat für das Lernen. Es gibt einmal Selected Learning, Connected Learning und ARCO-Learning. Selected Learning, das ist Wahlpflichtunterricht. ARCO-Learning, das sind die Basiskompetenzen, also hier auch wieder Literacy und Numeracy, also Mathematik und Sprache. Und interessant ist vor allem für uns Connected Learning, also ein fächerverknüpfendes, projektorientiertes Lernen, dass die Schülerinnen und Schüler sich eben wählen. Und da werden immer eine ganze Reihe von solchen interdisziplinären Projekten angeboten. Hier unten sieht man einen jungen Mann, der sich vorgenommen hat, einen Roboterarm zu bauen und da mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern zusammengearbeitet hat, nämlich mit Ingenieuren und Ingenieurinnen in Christchurch, zu denen die Schule in Kontakt hergestellt hat. Wie bewertet man die Leistung? In Neuseeland wird sehr viel gearbeitet mit der Solo-Taxonomie. Das ist eine Taxonomie, die schon seit einigen Jahren existiert, nennt sich Structure of Observed Learning Outcomes und ist eine Möglichkeit, sehr komplexe Lernleistungen zu bewerten und eben Feedback zu geben. Hier ist nochmal so eine Übersicht zu Solo vom Tamaki College in East Auckland. Und man sieht da, dass es darum geht, das Lernen sozusagen vom vorstrukturellen Verstehen hin zum Extended Abstract, also Verstehen auf einem hohen Abstraktionsniveau zu bringen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass wenn Lernende zum Beispiel als Lernleistung sagen, es gibt also ein Projekt und die beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Thema Armut in der Gesellschaft und eine Gruppe entscheidet, dass sie dazu eine Choreografie einstudiert, also einen Tanz und diesen Tanz aufführt, dann würde man jetzt mit Hilfe der Solotaxonomie sozusagen im Anschluss mit diesen Schülerinnen und Schülern über den von ihnen sich ausgedachten und choreografierten und dann umgesetzten Tanz sprechen. Und dieses Sprechen über die Leistung zeigt dann, inwiefern die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, ihre eigenen Gestaltungs- und Kreationsprozesse auch kognitiv zu durchdringen und zu reflektieren. Und dann wäre eben dieses höchste Level, nämlich Extended Abstract, erreicht. Ich möchte auch auf das Deeper Learning eingehen. Deeper Learning ist ein Oberbegriff, der sich immer mehr durchsetzt für Lernen, das sich im Spannungsfeld bewegt zwischen
Digitalisierung und 21st Century Skills. Und wir haben in Heidelberg die Deeper Learning Initiative gegründet und ein eigenes Konzept von Deeper Learning entwickelt, das sich auf verschiedene Wissensbegriffe fokussiert, konzeptuell, deklarativ, prozedural und genau, also das ist sozusagen dieses Modell. Und das basiert auf einem Drei-Phasen-Schritt, der sehr gut anschlussfähig ist an die Oberstufenschulen, wie wir sie in Deutschland haben. Ganz bewusst sozusagen ein deutsches Modell von Deeper Learning, das auch an die Oberstufenpädagogik, auch gezielt auch die gymnasiale Pädagogik anschließt, das nämlich davon ausgeht, dass solche Deeper Learning-Prozesse immer auch eine erste Phase haben der Instruktion und Aneignung von Wissen. In dieser ersten Phase gibt es substanzielle Inputs, fachliche Inputs von Expertinnen und Experten. Das können die Lehrkräfte sein, das können von außen zugeschaltete Expertinnen und Experten sein. Das können Videos aus dem Internet sein, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und es geht da um das tiefe Verständnis von Schlüsselkonzepten und den Aufbau kognitiver Strukturen. Dann eine Phase der Co-Konstruktion und Co-Kreation, in der die Lernenden entweder alleine oder in Kleingruppen arbeiten, an Prozessen, Arbeitsprozessen bezogen auf die gemeinsame Thematik, dort aber die Möglichkeit haben, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Also wir nennen das dieses Voice- und Choice-Prinzip. Und während die Lehrkräfterolle in der ersten Phase noch sehr traditionell sozusagen angelehnt ist an die Lehrerrolle, die traditionelle Lehrerrolle als Modellierer, als Erklärer und so weiter, ist sie in der zweiten Phase eine andere Rolle, nämlich eher die der Lernbegleitung, die dann eben verschiedene Facetten, verschiedene Rollenfacetten einnimmt, also Coaching zum Beispiel oder auch formatives Feedback. Und die Leistung mündet in der dritten Phase immer in ein authentisches Arbeitsergebnis. Wie eben schon gesagt, es kann ein Tanz sein, es kann ein Modell sein, was auf dem 3D-Drucker erstellt wurde. Das kann eine Ausstellung sein, es kann eine Webseite sein, es kann eine Stadtführung sein. Das war das Beispiel, was ich gestern gehört habe hier. Es kann ein Buch sein, das Lernende zusammen erstellen, aber eine authentische Arbeitsleistung, die erbracht wird. Und dazu gibt es formatives und summatives Feedback zu dieser Leistung. Ich möchte zum Abschluss dieses Teils, der sich ja eher auf die neuen Lehr-Lern-Formate bezieht, auch noch einen kleinen Ausblick werfen auf das International Baccalaureate, das IB. Das ist ja nichts Neues, das IB. Gibt es seit vielen Jahren, wird vor allem an den internationalen Schulen angeboten als internationaler Schulabschluss, also internationales Abitur sozusagen. Und aus meiner Sicht beinhaltet das IB zwei sehr innovative Elemente, über die man eben auch nachdenken müsste, ob die nicht auch die Bildungspläne unserer Oberstufenschulen stärker mitprägen sollten. Sehr interessant finde ich gerade in der Zeit, in der wir leben, ist Theory of Knowledge. Das ist ein Pflichtfach im IB, also abgekürzt TOC. Da geht es um Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, nämlich die Frage, was ist überhaupt Wahrheit? Wie kommen überhaupt wissenschaftliche Erkenntnisse zustande? Welche wissenschaftlichen Disziplinen haben welche Methoden, um überhaupt zu Erkenntnis zu kommen? Wie lassen sich überhaupt Probleme lösen in wissenschaftlicher Hinsicht? Wie kann man Modelle nutzen, um die Wirklichkeit sozusagen besser zu verstehen? Also eine ganze Reihe von verschiedenen Fragen, die hochaktuell sind im Grunde für die Zeit, in der wir leben. Und in der es ja auch darum geht, tatsächlich auch das Vertrauen in Wissenschaft als Problemlösungsmechanismus systematisch zu stärken und dazu auch die entsprechenden kognitiven Grundlagen zu legen. Also das ist was, was man sich anschauen sollte. Der andere innovative Teil im IB ist CAS. Das ist sozusagen das Add-on zum klassischen Fächerkanon, den es auch im IB gibt, nämlich Activity, Service und Creativity. Da sind Schülerinnen und Schüler der Oberstufe eben aufgefordert, eigenständig ein Portfolio zu führen über bestimmte Dinge, die sie tun müssen, nämlich körperliche und sportliche Aktivitäten, das ist Activity, Service im Gemeinwesen, das ist der Service-Teil und Creativity, das wären kreativ-künstlerische Aufgaben. Jetzt gehe ich weiter zu Flexibilisierung, das ist ja der andere große Themenschwerpunkt beim Feld Neue Oberstufe
Und da schauen wir uns einige sehr interessante internationale Beispiele an. Zunächst mal die räumliche Flexibilisierung. Das macht sich sehr stark bemerkbar natürlich in neuen Schulgebäuden. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen in Deutschland aktuell. Ich habe ja auch sehr viel mit Oberstufenschulen zu tun. Die Herausforderung den alten Gebäuden zeigt sich ja schon in der Digitalisierung, weil es häufig eben eine große Herausforderung ist, Gebäude, die nicht für das digitale Zeitalter gebaut sind, komplett durchzudigitalisieren. Das ist mit einem erhöhten technischen und finanziellen Aufwand verbunden. Wir sehen international eine ganze Reihe von neuen Oberstufenschulen, die auch neu gebaut sind. Die haben in der Regel sehr viele multifunktionale Räume. Das sieht man hier, ist durch die Grafik, glaube ich, ganz gut abgebildet. Project Spaces, Outdoor Learning, Display Spaces, also für Ausstellungen zum Beispiel, Breakout Spaces, Teacher Meeting Space, ganz wichtig. Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in Teams zusammen und brauchen dann auch die entsprechenden Räumlichkeiten dafür. Räume zum Gruppenlernen, Räume zum Arbeiten mit bestimmten technischen Geräten wie 3D-Druckern oder auch naturwissenschaftliche Experimentierräume und auch sowas wie Auditorien. Und hier sieht man den Grundriss von der Australian Science and Mathematics School. Die hat vier solche Räumlichkeiten, also das, was Sie hier sehen, es gibt es viermal auf zwei Etagen. Also das ist sozusagen, was Sie hier sehen, ist ein Viertel der Schule. Ja. Und man hat in der Mitte diesen großen Raum, das sind die Learning Commons. Und rund um die Learning Commons, also es sind große Freiflächen, die sind übrigens extrem gut schallgedämpft. Das heißt, wenn man da in einer kleinen Gruppe arbeitet, dann hört man nicht, was eine kleine Gruppe bespricht, die vielleicht 5 Meter entfernt sitzt. Drumherum haben wir dann Räume wie Teacher Prep, das sind also kleine Lehrerarbeitsräume, Laborräume, Seminarräume, Räume für Präsentationen. Also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Räumen, auch informal Meeting Spaces, also wo man eher mal beim Kaffee sozusagen über eine Sache reden kann. Also diese Multifunktionalität der Räume ist erkennbar. Und eine spannende Frage, die sich für uns, glaube ich, stellt in den nächsten Jahren, ist, wie verändern wir eben baulich auch sehr, sehr traditionelle Schulgebäude? Weil wir haben ja sehr viele alte Schulgebäude, gerade bei Oberstufenschulen, oder wir haben halt diese Betonschulen aus den späten 60er, frühen 70er Jahren. Also wie machen wir die eigentlich fit für diese neue Zeit und schaffen diese Multifunktionalität? Jetzt schauen wir auf das Thema zeitliche Flexibilisierung. Da haben wir zwei sehr interessante Modelle identifizieren können. Zeitliche Flexibilisierung vor der eigentlichen Qualifikationsphase. Und zwar gehen wir da jetzt einmal nach Dänemark und einmal nach Irland, also zwei europäische Beispiele. Links sieht man Bilder von den dänischen Efterskolen. Das Interessante ist, ich habe die dänischen Efterskolen, die Norddeutschen unter Ihnen kennen wahrscheinlich diese Schulen, weil sie näher an Dänemark dran sind, aber ich habe die Efterskolen in Südkorea kennengelernt, weil ich von der südkoreanischen Regierung zu einem Forum eingeladen war, wo es um reformpädagogische Ansätze geht für den Übergang zwischen Mittel- und Oberstufe. Und da waren die dänischen Kollegen aus der Efterskolen-Bewegung. Das Spannende ist, es ist wirklich eine dänische Kulturtradition, weil es gibt 240 Efterskolen in Dänemark. Das sind spezielle Internatsschulen für Schülerinnen und Schüler am Übergang zwischen Mittel- und Oberstufe. Also wir sprechen hier über das Jahr vor dem Eintritt in die formale Qualifikationsphase. Und die sind vom dänischen Staat subventioniert, sodass jede dänische Familie sich das Internat leisten kann. Das ist also abhängig vom Einkommen der Eltern, wie viel man da zahlt. Und die Schülerinnen und Schüler kommen aus ganz Dänemark für ein Jahr zusammen an die Efterskole. Also das muss man sich vorstellen wie ein Jahr Landschulheimaufenthalt. Zusammen mit ungefähr 100 anderen Lernenden. Das trifft es ganz gut. Und rechts gucken wir nach Irland. In Irland hat eine sehr lange Tradition das irische Transition Year, das sogenannte Übergangsjahr. Immer beliebter geworden in Irland. Mittlerweile machen es fast die Hälfte aller irischen Schülerinnen und Schüler, machen dieses Transition Year am Übergang zwischen Mittel- und Oberstufe. Und das ist auch eben ein Jahr, in dem ganz anders gelernt werden kann, projektorientiert. Es gibt Sozialpraktika, es gibt Berufspraktika. Es gibt die Möglichkeit zu hospitieren, es gibt die Möglichkeit in Teams Dinge zu tun oder auch
auch Basiskompetenzen wieder aufzuholen, die noch nicht da sind. Also wer sozusagen in Mathe noch Nachholbedarf hat, der findet jetzt in diesem Transition Year auch die Zeit dazu und auch die spezielle Unterstützung zu diesem Übergangsjahr. Hier nochmal das Modell, also zwischen Mittel- und Oberstufe haben wir sowohl die dänische Efterskole als Internatsmodell, aber eben für große Teile der dänischen Jugendlichen, knapp über 30% der dänischen Jugendlichen verbringen ein Jahr in einer Efterskole und das Transition Year in Irland. Und wir haben zu beiden Modellen Interviews geführt mit einem Kollegen aus Kopenhagen, der über die Efterskolenbewegung spricht, und mit einer irischen Kollegin, die über das Transition Year spricht. Und die Interviews können Sie auf der Webseite zum Forum sich anschauen. Ja, jetzt geht es um das Thema zeitliche Flexibilisierung in der Qualifikationsphase. Also wir sprechen jetzt über die zeitliche Flexibilisierung in der letzten Phase vor dem Schulabschluss. Auch da haben sich sehr interessante Modelle entwickelt international. Ich nehme Sie jetzt quasi mit auf die Reise, einerseits nach Finnland und andererseits nach Kanada. Beides Länder und Schulsysteme, die im Grunde immer die Speerspitze der Bewegung mit darstellen, was Innovation angeht im Bildungsbereich. Und die Innovation, die wir da jetzt sehen, die ist vielleicht für unser Verständnis von Oberstufe noch sozusagen sehr, sehr gewagt. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass gerade das finnische Modell durch Friedemann Stöffler und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Innovationslabor G-Flex und auch durch die Publikationen von Friedemann Stöffler schon länger in Form von Abitur im eigenen Takt in der deutschen Diskussion ist. Und auch das ist natürlich ein hochinteressantes Modell, das man im Grunde weiter diskutieren müsste. Jetzt ist Finnland aber schon wieder einen Schritt weiter. Also die Finnen sind ja sozusagen immer am Innovieren. Also ich habe seit einigen Jahren enge Kontakte zu wirklich sehr lieben Kolleginnen und Kollegen in Jyväskylä und in Helsinki, und die sind immer in der Innovationsdynamik. Also immer, wenn man denkt, man hat gerade verstanden, wie Finnland arbeitet, dann ist Finnland schon wieder weiter. Und so ist es auch jetzt mit dem Thema Oberstufe. Sie haben es nämlich jetzt wieder umgestellt. Ab 2021 ist die Oberstufe in sogenannten Study Units organisiert. Man braucht 150 Punkte. Und diese Study Units sind flexibel kombinierbar an den Schulen. Und das bedeutet, dass man sehr flexibel Profile bilden kann, indem man zum Beispiel unterschiedliche Fächer in Projekten aufeinander bezieht durch die Kombination von Study Units und damit auch die Kombination von Credit Points. Und man ist in Finnland jetzt auf das Credit Points System übergegangen. Das heißt, 150 Punkte müssen erworben werden in der Oberstufe, aber der Erwerb dieser Credit Points ist sehr flexibel. Das heißt, da gibt es gar keine, da gibt es gar nicht so enge Vorgaben. Natürlich müssen bestimmte Fächer absolviert werden und es müssen auch bestimmte Prüfungen gemacht werden. Das sieht man hier rechts in der Grafik. 4 Prüfungen müssen nämlich im finnischen Schulabschluss verpflichtend abgelegt werden. Und freiwillig kann eine zusätzliche Prüfung abgelegt werden in einem Fach, das man sich frei auswählt. Und da haben die Schulen eben sehr, sehr flexible Möglichkeiten, auch interdisziplinäre Fächer sozusagen neu zu schaffen durch die Kombination der Study Units. Und für diese Fächer, die dann irgendwie interdisziplinär neu zusammengesetzt werden, auch Prüfungsformate in die Abiturprüfung, also quasi in die finnische Abschlussprüfung mit reinzunehmen, sodass das dann auch eine echte Prüfungsleistung ist. Ja? Also das sozusagen kommt dann zu Mathematik und Englisch und so weiter eben als echte Abiturprüfungsleistung hinzu. Und was die Dauer des Abiturs angeht, also das Äquivalenz zum Abitur, ist Finnland eben sehr flexibel. Das Ganze ist auf 3 Jahre angelegt, kann aber flexibel in 2 Jahren oder in 4 Jahren absolviert werden. Das heißt, wir haben hier wirklich das Abitur im eigenen Takt. Unterschiedliche Schülerinnen und Schüler können diesen Schulabschluss, die letzte Phase vor dem Schulabschluss, in ihrem eigenen Tempo durchlaufen. Flexible High School Completion gibt es auch in Kanada, wird ganz intensiv im Moment diskutiert. Da ist unheimlich viel in Bewegung, was uns möglicherweise noch sehr fremd erscheint. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist das eine hochspannende Sache.
Auch die Kanadier haben die Oberstufe in Creditpunkten jetzt organisiert. Das ist also ähnlich wie in Finnland. Man sieht daran auch, dass die Oberstufe sich der Universität sehr stark annähert in ihrer inneren Logik. Für die Creditpunkte gibt es bestimmte Vorgaben. Das heißt, man muss aus bestimmten Bereichen Creditpunkte machen, also natürlich Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften. Das sind vorgeschriebene Bereiche, da kann man dann jeweils Kurse wählen. Es gibt aber zusätzlich auch noch andere Bereiche, also zum Beispiel können in Ontario und in Alberta auch Credits in sozialen Projekten im Gemeinwesen für die Abschlussprüfung im Abitur gewertet werden. Also da ist eine sehr große Flexibilität durch die Credits. Das sind immer nur so 10 bis 15% der Credits, aber man kann eben andere Leistungen mit in den Schulabschluss reinnehmen über die Flexibilisierung. Und was vielleicht für unsere Ohren erstmal ganz seltsam klingt, aber wenn man sich mal damit beschäftigt, ist es hochspannend. Man kann in Kanada die Abiturprüfung wiederholen, wenn man mit der Note nicht zufrieden ist. Hört sich erstmal komisch für uns an. Und zwar beliebig häufig. Also stellen Sie sich vor, Sie haben in Mathe Ihre 6 Punkte gemacht im Abitur. Das reicht nicht aus, um jetzt Maschinenbau zu studieren oder so. Ja, jetzt ist es aber so, dass Sie irgendwie 2 Jahre nach dem Abitur feststellen, im Grunde würde ich gerne Maschinenbau studieren. Jetzt haben Sie dummerweise die 6 Punkte und natürlich sind die Unis nicht begeistert, wenn Sie mit 6 Punkten kommen in Mathe und wollen jetzt Maschinenbau studieren. Sie haben ja auch ein Problem mit der Studierfähigkeit. Das haben wir gestern ja gehört von Isabel von Ackeren. Was kann man also in Alberta machen? Man wiederholt die Mathekurse, ja, und man wiederholt auch die Abiturprüfung. Also das ist wirklich flexibles Abitur, weil man kann es auch Jahre später einfach wiederholen und zahlt dafür eine Prüfungsgebühr. Das sind $150 für die Wiederholung dieser Prüfung. Und wenn man die Prüfung verbessert, also wenn man mehr Punkte hat als vorher, dann bekommt man das Geld zurück. Das heißt, dann kostet die Prüfung gar nichts. Ja. Und warum machen die Kanadier das? Da können Sie sich auch mal das Interview mit Dr. Brandy Yee anhören von der University of Calgary. The idea is that we want all students to experience success. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Die orientieren das ganze Bildungssystem an der kriterialen Bezugsnorm und die sagen, am Ende zählt doch nur, dass die Leute ein hohes Bildungsniveau haben. Also Bildung ist ja kein knappes Gut. Es gibt ja beliebig viel davon sozusagen. Entscheidend, um ein bestimmtes Studium machen zu können, ist ein bestimmtes Niveau in den Fächern. Und wenn man eben 2, 3, 4 Anläufe braucht, um dieses Niveau zu erreichen, dann ist das okay, nach dem kanadischen Verständnis von lebenslangem Lernen. Muss man erst mal sacken lassen, ist wirklich ein anderer Mindset als bei uns. Ja. Okay, und dann zum Schluss jetzt hier noch Flexibilisierung durch Digitalisierung. Das haben wir jetzt auch noch hier eingebaut. Das ist ein Programm aus Kalifornien, UC Scout. Wir haben auch gerade einen Artikel darüber geschrieben fürs Deutsche Schulportal, falls Sie also noch mehr dazu lesen wollen. UC Scout ist aus einem Projekt im Silicon Valley entstanden, ist ein digitales Kursangebot der University of California, also dem staatlichen Universitätsverbund von Kalifornien, für alle Schülerinnen und Schüler in Kalifornien völlig kostenfrei. Und auch für alle Lehrkräfte. Es gibt dort 65 Kurse für die Klassen 9 bis 12. Von diesen 65 Kursen sind 26 auf AP-Niveau. AP ist Advanced Placement, das ist Uni-Niveau für Schülerinnen und Schüler. Also da reden wir jetzt hier über Enrichment oder Akzeleration, also auch Begabungsförderung. Die Kurse können übers Internet abgerufen werden. Es gibt 3 Programmlinien. Basic, das heißt, dass man sich einfach die Videos runterlädt und die anschaut. Es gibt ganz, ganz viele sehr professionell erstellte Erklärvideos in diesen Kursen zu allen möglichen Themen der Oberstufe auf sehr hohem Niveau. Es gibt Plus, das bedeutet, dass man an seiner Highschool den Kurs belegt, den Videokurs, und von einem Lehrer, einer Lehrerin an der eigenen Highschool betreut wird, aber die Aufgaben digital bearbeitet, mithilfe der Plattform. Und es gibt auch noch die 3. Variante, das ist On-Demand und das ist fürs Homeschooling gedacht. Wenn Sie also in Kalifornien sind und haben eben keinen Lehrer und sind an keiner Highschool, können Sie trotzdem diese Kurse digital bearbeiten. Und man kann alle Prüfungen auch digital ablegen, komplett, über einen Proctoring-Service. Das heißt, Sie schreiben die Prüfungen zu Hause vor Ihrem PC, Open Book. Teilweise Open Book, teilweise eben auch ja, klassische Prüfungsformate.
Aber alle Prüfungen können auch von zu Hause abgelegt werden und zählen dann auch für die Kurse, für die Credits, für den kalifornischen Schulabschluss. Also das ist die voll digitale Variante sozusagen. Und jetzt komme ich zu den Thesen und zum Ausblick. Meine Thesen wären: Der Weg zur Hochschulreife erfordert im 21. Jahrhundert ein verändertes oder weiterentwickeltes Konzept. Neue Lehr-, Lern- und Prüfungsformate sind möglich und sie befördern die Persönlichkeitsentwicklung für eine Zukunft, die so ungewiss ist, dass keiner von uns weiß, wohin sich das entwickelt. Flexibilisierung ist eine Möglichkeit, Bildungsstandards auf hohem Niveau zu sichern. Und Flexibilisierung kann sehr stark dazu beitragen, die Bildungsniveaus in der Bevölkerung deutlich zu erhöhen und auch auf ganz unterschiedliche Lebenslagen sozusagen Bildungsprozesse zuzuschneiden. Und das Fazit ist: Der Blick auf die internationale Entwicklung weitet unseren Denkraum und bietet angesichts vergleichbarer Herausforderungen wichtige Impulse für eine aus meiner Sicht in Deutschland noch zu führende Diskussion. Vielen Dank. Stellen Sie sich den Applaus vor, der jetzt aufbrandet. Genau, herzlichen Dank, Anne Slivka, für diesen internationalen Überblick, für diesen Blick in andere Länder. Was mir auffällt, Sie haben ja wahnsinnig viele Stellschrauben im Grunde beschrieben und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, die an ganz unterschiedlichen Punkten ansetzen. Also von der sozusagen vom Verständnis von Bildungen und Prüfungen und Abschlüssen und wie kommen wir dorthin, also wirklich didaktisch-pädagogische Fragen, die dahinter stecken, bis hin zur Architektur, die ja eher eine fast technische Frage ist dessen oder oft darauf reduziert wird, vielleicht es nicht sein sollte. Ich kann mir vorstellen, dass zur deutschen Oberstufenkultur, die Sie ja auch angesprochen haben, manche Sachen besser passen und andere nicht so gut. Gibt es Länder, wo Sie sagen, Mensch, wenn jetzt jemand davor steht und dieses wahnsinnige Bouquet an Möglichkeiten sieht und der wird ganz nervös, weil das viel zu viel ist, gucken Sie doch erstmal nach X oder nach Y, weil dort ist es etwas leichter anzudocken als beispielsweise vielleicht in Kanada. Ja, also ganz interessant ist, wenn man sich mit dem Deeper Learning beschäftigt, da gibt es international unterschiedliche Modelle. Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass für uns ein Modell passt, was genau die Synthese ist aus dem, was in Singapur läuft und aus dem, was in Nordamerika läuft. Ja, und es passt ja irgendwie auch räumlich, weil wir liegen ja irgendwie so dazwischen, dieses kleine Europa. In Singapur ist Deeper Learning sehr stark kognitiv aufgeladen. Das ist sehr stark rund um fachliche Konzepte organisiert, auf sehr, sehr hohem Niveau fachliche Konzepte der Fächer, ja, also domain-basierte fachliche Konzepte. In Nordamerika ist es sehr action-based. Da geht es immer um Student Agency und um Co-Construction und immer, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst aktiv sind, möglichst kreativ sind. Ja. Und irgendwo dazwischen sind wir. Ja, also wir haben diese hoch aufgeladene, kognitiv aufgeladene Oberstufe, die ja sehr stark noch von der Stoffvermittlung lebt. Ja, wir haben aber natürlich auch eine reformpädagogische Tradition, die auch Schülerinnen und Schüler als Handelnde begreift. Und deswegen passen wir eigentlich genau dazwischen. Also wir brauchen sowas, ein bisschen was von diesem Singapur-Ansatz von Deeper Learning und ein bisschen was von dem nordamerikanischen Ansatz von Deeper Learning. Und daraus haben wir so unser eigenes Modell gemacht. Und ich glaube, das passt auch. Und wir finden es auch ganz erstaunlich, dass wir in sehr traditionelle Gymnasien damit reinkommen. Also das hatten wir gar nicht so erwartet. Aber das ist anschlussfähig an recht traditionelle Oberstufen. Was macht diese Anschlussfähigkeit aus? Kann man das sagen? Warum vielleicht gerade traditionelle Oberstufen mit einem Leistungsbewusstsein, mit einem Bewusstsein auch für Qualität von Prozessen, warum die da besonders drauf anspringen? Ist das vielleicht der Punkt mit diesem? Ich glaube, die springen darauf an, weil die Lehrkräfte sich darin immer noch wiedererkennen. Ja? Also gerade also in unserem Deeper Learning Modell, wo in der ersten Phase es immer noch sehr, sehr stark um den Aufbau von Wissensstrukturen geht, ja, wo es immer noch darum geht zu sagen, wir können das Wissen nicht voraussetzen bei den Lernenden, sondern es müssen erstmal kognitive Strukturen geschaffen werden und dann erst können wir kreativ sein und dann erst können wir Probleme lösen. Also ohne Wissen kein Problem lösen. Und dieser Fiktion, dass alles Wissen im Netz steht, hängen wir nicht an. Also das ist nicht unser Verständnis, weil wir glauben, dass man eben auch Wissen sich wirklich angeeignet haben muss, um damit arbeiten zu können. Dann kann man natürlich
auch im Netz danach suchen, aber je mehr man weiß, desto mehr findet man auch im Internet, ja. Genau, und ich glaube, das ist sehr, sehr anschlussfähig an die Art und Weise, wie Lehrkräfte sich in Deutschland sehen. Und dann kann man sozusagen diese Co-Konstruktion, dieses co-kreative Arbeiten da andocken. Und das gibt den Lehrkräften die Möglichkeit, eben nicht nur Lehrer, sondern auch Lernbegleiter zu sein und das phasenweise auch zu wechseln, diese Rollen. Und das ist dann sehr passend, das ist sehr kompatibel mit unserer Schulkultur und bietet gleichzeitig ein Fenster, um diese Kultur wirklich zu öffnen und deutlich weiterzuentwickeln. Würden Sie der These zustimmen, die ich gerade hier so aus dem Chat aufgeschnappt habe, dass durch neue Lernformate und Flexibilisierung möglicherweise der Kreis derer, die, wie soll man das sagen, oberstufenfähig, abiturfähig sind, größer wird? Das ist die Hoffnung, mit der Flexibilisierung auch, dass tatsächlich andere Zielgruppen erreicht werden können, beziehungsweise die Zielgruppen, die da sind, besser erreicht werden können und besser abgeholt werden können, auch in ihren Bedürfnisstrukturen. Also ich finde, das ist wirklich das, was man jetzt von Finnland und Kanada lernen kann, dass man über eine flexible Oberstufe eben Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit einfach besser gerecht wird, weil wir haben ja heute so viele unterschiedliche Lebenslagen. Das auch mal bei Dorit Bosse in dem Vortrag von ihr gesehen, auch diese Zahlen, wer hat eigentlich im Jahr 1900 Abitur gemacht? Ne? Das ist natürlich zugegebenermaßen jetzt 120 Jahre her, das ist ein langer Zeitraum, aber das waren dann in so einer mittelgroßen Stadt, waren das irgendwie zwei Hände voll Männer aus der Oberschicht, ja. Die haben Abitur gemacht. Es war also eine sehr homogene Gruppe. Wenn man die Feuerzangenbowle anschaut, den Film, da hat man noch so einen Eindruck davon, wer eigentlich Abitur gemacht hat. Ja, so war das ja tatsächlich. Und wenn wir uns anschauen, wer heute ein Abitur macht und auch wie viele Menschen mit Abitur wir brauchen, dann haben wir ja eine unglaubliche Vielzahl an Biografien, an Vorgeschichten, an Lebensbedingungen. Und darauf muss natürlich eine Oberstufe reagieren können. Und da bietet die Flexibilisierung einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten. Wir verweisen an dieser Stelle nochmal, Sie haben das schon getan im Vortrag, auf die Video-Interviews, die Sie tatsächlich zahlreich geführt haben. Und eine Auswahl davon ist auch auf der Vorbereitungsseite, auf der Webseite zu sehen, unter dem Punkt, glaube ich, Vorbereitung. Ne? Genau. Genau, ja, wir haben da einen kleinen Vortrag aus Australien von der Schulleiterin von der ASMS, die uns den extra gemacht und geschickt hat. Dann haben wir Interviews mit Irland, Dänemark, Kanada, also ja, und noch zwei Artikel vom deutschen Schulportal. Also da kann man so ein bisschen eintauchen, noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Genau, den Link, der ist gerade nochmal gepostet worden von Alexandra Braun im Chat. Also wenn Sie sich das rauskopieren wollen, finden Sie direkt dahin. Im Chat wird es jetzt auch ein bisschen böse. Da prasselt viel Lob auf Sie ein und dann sagt jemand, und dann stelle ich mir Karliczek daneben vor. Okay, das übergehen wir jetzt und wechseln schnell zu Claudius Baumann, zu den Nachfragen, die bei Mentimeter, glaube ich, auch relativ zahlreich eingegangen sind, Claudius, ne? Ja, genau. Also hier wurde sich auch wieder viel beteiligt. Vielen Dank dafür. Es gab einen ersten Bereich, der sich mit diesen 21st Century Skills nochmal auseinandergesetzt hat, wo einige Personen einfach das nochmal ergänzt haben. Also wo sie irgendwie gesagt haben, gehört da nicht noch mehr zu als diese 4K? Geht es da nicht auch um Persönlichkeit, Partizipation, Problemlösen oder auch um solche Dinge wie Empathie und auch ein Care-Bewusstsein? Das sind jetzt weniger Fragen, aber vielleicht mögen Sie auch dazu nochmal Stellung nehmen. Ja. Und dann war ein weiterer großer Bereich tatsächlich eben die Frage danach, wie sieht es denn jetzt in Deutschland aus mit den Vorgaben, die es aus Bildungsverwaltung und Politik gibt? Also wie starr ist das? Was braucht es da vielleicht, um Wandel zu ermöglichen? Ja, die erste Frage, da gibt es wirklich sehr viele unterschiedliche Modelle von 21st Century Skills und die haben auch unterschiedliche normative Ausrichtungen, das sind ja normative Konzepte. Manche sind eher ein bisschen technokratisch und ökonomistisch, würde ich sagen. Andere sind tatsächlich eher einem humanistischen Menschenbild ausgerichtet, das dann für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts passt. Also gerade auch rund um die Global Goals von der UN gibt es sehr viele 21st Century Skill Konzepte, ja, die darauf abzielen, dass es im Grunde darum geht, die Global Goals zu erreichen, um das Leben auf der Welt eben für alle Menschen besser zu machen und auch um die großen Herausforderungen wie Klimawandel in den Griff zu bekommen.
Also da gibt es wirklich die ganze Bandbreite an normativen Konzepten. Letztlich muss, glaube ich, da jede Bildungseinrichtung ihren eigenen Weg auch suchen. Also man kann da sicher nicht nach Schema F sagen, das ist hier der Weg und den müssen jetzt alle befolgen, sondern da geht es ja auch um normative Aushandlungsprozesse und die sollten dann möglichst in den Einrichtungen stattfinden, ja, damit man weiß, woran man hier eigentlich arbeitet, pädagogisch. Genau, die Frage nach der Umsetzbarkeit. Naja, warum wir jetzt das Forum gemacht haben, und da steckt ja jetzt eine ganze Gruppe von Menschen dahinter, ja, bei der Deutschen Schulakademie, möchte auch Cornelia von Ilsenmann hier erwähnen, die seit Jahren für dieses Thema auch kämpft, ja, oh, Friedemann Stöffler, Barbara Stockmeier und einige andere. Der Grund ist, dass wir uns den Diskurs wünschen. Also wir wünschen uns, dass darüber in Deutschland geredet wird. Im Moment wird ja nicht darüber geredet oder zumindest nicht in großem Stile. Wir haben eine recht fantasielose Debatte gehabt über G8, G9, die aus ziemlich pragmatischen Gründen zum Erliegen gekommen ist, auch weil die Leute es irgendwie leid waren, inklusive der Politikerinnen und Politikern. Und jetzt gibt es halt G8-Länder, G9-Länder, zunehmend wieder mehr G9 natürlich, aber auch ein ziemliches Kuddelmuddel. Und es ist ja keine ausgereifte Debatte gewesen. Also ich sag mal, so ein Transition-Year-Konzept, was man mit Leben füllt, ist ja besser als eine vordergründige G8, G9-Debatte. Also es geht schon auch um die Zukunft und um die Frage, in welcher Welt leben wir und auf welche Welt bereiten wir eigentlich Absolventen von Oberstufen vor. Und dieser Diskurs, der muss geführt werden, nach der Pandemie vielleicht noch stärker als je zuvor, ja. Claudio, schließ ruhig noch an, weil ich glaube, es sind noch ein paar Fragen da, ne? Genau, um es vielleicht auch noch ein bisschen konkreter zu machen. Also es wurde auch gefragt, von wem gehen denn jetzt zum Beispiel, Sie haben über Finnland gesprochen, von wem gehen denn da diese Innovationen aus? Sind das einzelne Schulen? Ist das die Schulbehörde? Also das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen leichter noch vorstellbar. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also in Finnland ist es tatsächlich das Ministerium. Also in Finnland, auch in Estland, ich bin ja auf Estland nicht eingegangen, man hätte auch über Estland sprechen können. In Finnland und Estland sind die Bildungsbehörden die Innovationstreiber. Ich will jetzt nicht sagen, dass das in Deutschland nicht der Fall ist, aber ich glaube, ja, das können wir ja diskutieren. Aber es ist eine komplett andere Nummer in Estland und in Finnland. Also wirklich überhaupt kein Vergleich. Seit Jahren sind das die Innovationstreiber. Das hat was mit diesen Ländern zu tun. Das hat was mit der geografischen Lage dieser Länder zu tun. Ich meine, es ist ja auffällig, dass wir das in Singapur sehen. Und dass wir das in Finnland und Estland sehen. Das sind Länder, die haben sich lange Jahre militärisch bedroht gesehen. Die haben einen enormen Willen dazu, irgendwie präsent zu sein und ihren Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Leben zu ermöglichen. Und da wird halt Innovation sehr strategisch betrieben und sehr systematisch. Und man hat auch sehr viel Innovations-Know-how aufgebaut im Laufe der Jahre. In Kanada ist es ein bisschen komplexer. Ich würde sagen, da gehen auch viele Innovationsimpulse von den Ministerien aus, aber die haben eben auch ein föderales Bildungssystem, so ähnlich wie bei uns, ja. In Kanada hat es viel damit zu tun, dass es eine sehr heterogene Gesellschaft ist, eine klassische Einwanderungsgesellschaft, die sich auch schon lange als Einwanderungsgesellschaft versteht. Und wo es einfach immer diesen Diskurs darüber gibt, also sehr zukunftsorientiert. Das fällt immer sehr auf. Also in Deutschland reden wir viel über die Vergangenheit, so ja, wie haben wir es gemacht und können wir es überhaupt ändern? Oder wenn wir das jetzt ändern, passiert dann irgendwas ganz Furchtbares? Also geht dann der Standort Deutschland flöten oder so, wenn wir jetzt irgendwie im Abitur was ändern? In Kanada geht es immer um die Zukunft. Also es ist immer so diese ständige Zuwanderung von Menschen aus der ganzen Welt, auch über diese Einwanderungspolitik, die führt halt dazu, dass man immer wieder neu definieren muss, was ist eigentlich Kanada und wie funktioniert Kanada und wie wollen wir zusammen leben. Und da ist natürlich Bildung, ist natürlich der Schlüssel dazu. Und dadurch gibt es so eine Dialogkultur. Es wird da viel mehr über die Zukunft von Bildung geredet als hier. Das ist mein Aber wenn man Eindruck. das rumdreht, dann klingt das ja fast so, als sei dieser deutsche Blick auf Bildungstradition, wird ja immer sehr nach vorne gestellt, das Gymnasium, das Abitur als Ja. traditionelle Bildungswege, als sei das eher eine Hürde. Na, zumindest aus meiner Sicht müssen wir es erweitern. Also wir können nicht nur in die Vergangenheit blicken. Also man hört ja dann immer, ja, das hat ja Humboldt alles schon gewollt. Also das, was wir jetzt fordern, das ist ja genau das, was Humboldt wollte. Das stimmt, ja, das stimmt. Also ich glaube, mit dem Deeper Learning
befinden wir uns in bester Humboldtscher Tradition, ja. Aber es ist doch nicht damit getan, dass wir sagen, naja, das wollte schon Humboldt so und deswegen ist ja alles super, weil Humboldt ist ja der Vater unseres preußischen Gymnasiums. Nein, wir müssen das ja in die Zukunft führen und die Lebensbedingungen sind ja jetzt ganz andere als unter Humboldt. Ja, es ist ja eine andere Welt, in der wir leben. Ja, die Rahmenbedingungen sind völlig andere. Wir müssen das aber durchdeklinieren. Was heißt denn Digitalisierung im Kontext von Deeper Learning? Also was eröffnet das eigentlich für Möglichkeiten, Kommunikationsprozesse ganz anders zu gestalten in der Schule? Also diese Schülerinnen und Schüler auch an der digitalen Schule von UC Scout in Kalifornien, die On-Demand-Kurse machen, die bekommen mehr formatives Feedback von ihren Lehrern, die sie nie gesehen haben, nie. Die haben die noch nie gesehen. Die bekommen mehr formatives Feedback zu den Aufgaben, als bei uns die allermeisten Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht bekommen würden. Also da sind doch Paradigmen, die man neu durchdenken muss. Also die alten Bilder stimmen ja nicht mehr, so von wegen der Digitalunterricht führt dazu, dass man vereinsamt. Nein, es kann sein, dass man im Digitalunterricht mehr formatives Feedback bekommt als im Präsenzunterricht. Und es kann sein, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, für die diese digitale Schule besser funktioniert als die Präsenzschule. Ja, das wissen wir nicht. Das ist alles möglich. Wir müssen da die Vielfalt der Optionen entwickeln, wenn wir eine Bildungsgesellschaft haben wollen. Claudius. Ja, ich würde noch eine Frage anschließen, die auch nochmal sich an Kanada orientiert. Und zwar, weil es da, glaube ich, auch einen großen Bezug jetzt auch zum deutschen Thema Bildungsgerechtigkeit eben gibt, jetzt auch nochmal natürlich im Zuge der Corona-Pandemie. Und zwar wird hier gefragt, wie in Kanada Chancengerechtigkeit ja realisiert wird, weil jetzt gerade offensichtlich hierbei der Eindruck entstanden ist, dass es irgendwie vielleicht für Wohlhabende leichter sei, diese Prüfung zu wiederholen, also weil man ja die Zeit zum Beispiel braucht, um sich dann wiederholt darauf vorzubereiten. Ja, ich meine, das Problem, dass für Wohlhabende das Leben leichter ist als für Menschen, die nicht wohlhabend sind, das ist ja nun das ist ein universelles Problem. Das wird kein System dieser Welt komplett aushebeln. Kanada hat aber mich gerade deswegen interessiert oder mein Interesse an Kanada hat sich eigentlich entwickelt, weil die Equity-Daten so gut sind. Also das heißt, weil diese Entkopplung von Herkunft und Bildung eigentlich da gut funktioniert, was ja bei uns nicht besonders gut funktioniert. Und Equity ist eines der drei Bildungsziele. Die kanadischen Systeme haben drei große Bildungsziele. Das eine ist das Erreichen von Kompetenzniveaus, vor allem in Literacy und Numeracy, also Sprache und Mathematik. Da machen die ganz, ganz viel, damit alle diese Kompetenzniveaus erreichen. Das zweite ist Equity, also die Entkopplung von Herkunft und Bildungserfolg. Und das dritte ist Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung. Und damit haben sie irgendwie relativ klare Ziele und alle, mehr oder weniger alle, mit denen ich dort gesprochen habe, würden diese Ziele unterschreiben und deswegen arbeiten auch alle an der gleichen Baustelle. Das hilft schon mal sehr. Also Equity spielt eine große Rolle. Im Grunde geht man davon aus, dass die kanadische Gesellschaft nur so funktioniert, indem es die Möglichkeit gibt, eben Chancen immer wieder neu zu eröffnen. Also die Vorstellung, dass man einmal eine Abiturprüfung schreibt und dann nie wieder die Chance dazu bekommt, das ist für die sehr fremd, also für deren Denken. Weil die gehen davon aus, dass der Mensch sich immer weiterentwickelt. Also, und dass man vielleicht mit 18 noch nicht so genau wusste, was man wollte, aber mit 25 dann irgendwie doch. Die beschreiben ja jetzt oder haben uns einen Einblick gegeben in ganz viele dynamische, sich entwickelnde, kreative Bildungssysteme, wenn man so will, und innovative Bildungssysteme. Wie stark gucken denn gerade die besonders guten und innovativen bei anderen auch ab? Also wie offen sind die Einflüsse wiederum aus diesem Kosmos der anderen, die sich bewegen? Das ist eine super gute Frage, weil in der Tat lernen die ganz viel voneinander. Das finde ich immer wieder frappierend, dass ich so den Eindruck habe, in Deutschland gucken wir jetzt eher von Hamburg nach Bayern oder so, als dass wir irgendwie die Systeme anschauen, die weltweit besonders gut sind. Also ich war einmal in Alberta, Kanada, und dann hieß es, also nächste Woche kommen unsere Freunde aus Finnland, die besuchen uns jedes Jahr und wir die auch. Und das war im Bildungsministerium. Das war so in der frühen Zeit, also so 4 Jahre, 5 Jahre nach der ersten PISA-Studie. Also die haben systematische Kommunikation aufgebaut. Und Singapur ist ja ein sehr gutes Beispiel für ein wirklich hochentwickeltes System, das sich überall auf der Welt was abgeguckt hat. In Baden-Württemberg zum Beispiel die beruflichen Schulen. Die haben die beruflichen Schulen von Bosch etc. rund um Stuttgart, haben die sich alle angeschaut.
und haben die ITEs, also die Institutes for Technical Education, das sind die vier großen Berufsschulen von Singapur, die sind nach dem Vorbild der baden-württembergischen beruflichen Gymnasien geschaffen worden, sind aber im Grunde viel moderner als das, was wir in Baden-Württemberg haben. Also die gucken sich das ab und dann wird das akkulturiert. Also dann wird es mit eigenen Kulturelementen verknüpft. Claudius, haben wir noch eine Frage? Ja, genau. Ich versuche, glaube ich, noch so ein paar Fragen zusammenzufassen, die so in die Richtung gehen, eben wie kann es jetzt in Deutschland irgendwie weitergehen oder vielleicht auch erst losgehen, nämlich, also wer muss da erreicht werden, was sagt die KMK zu solchen Impulsen und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann würden Sie eigentlich sagen, die Debatte muss erstmal richtig losgehen. Ja, ich glaube, die Debatte so als bundesweite öffentliche Debatte rund um die Oberstufe, die ist zum Erliegen gekommen. Im Grunde war das die G8, G9-Debatte, die ist sozusagen vom Tisch, ja. Da hatte auch, glaube ich, niemand mehr Lust drauf, war mein Eindruck. Es hat sich so ein bisschen totgelaufen. Es gibt noch so ein paar Elternverbände, die da aktiv sind, aber auch die tröpfeln da nur noch so vor sich hin oder plätschern vor sich hin. Die neue Debatte über die Zukunft der Oberstufe, die hat noch nicht richtig angefangen aus meiner Sicht, zumindest nicht als öffentliche Debatte. Ich nehme sie nicht wahr, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das geht den anderen Kolleginnen und Kollegen hier auch so, dass wir sie nicht wahrnehmen. Sie hat also noch gar nicht begonnen. Und ja, die Rolle der KMK ist natürlich spannend. Die KMK arbeitet im Moment an einer Standardisierungsagenda, die natürlich aus dem Ruf herauskommt nach Gerechtigkeit, verstanden als Gleichheit zwischen den Bundesländern. Also die Gerechtigkeitsdebatte ist die Debatte, ist das Abitur in Bayern schwieriger als das in Berlin oder so, ja. Das ist ja möglicherweise auch eine wichtige Debatte, die geführt werden muss, aber die Frage nach einem gerechten Abitur ist natürlich viel komplexer und viel weitreichender. Und die Frage muss ja am Ende des Tages sein, wie schaffen wir das Problem zu lösen, was Isabel von Ackeren aufgeworfen hat am ersten Tag. Ja, nämlich, wie schaffen wir es überhaupt, Menschen an diese hohen Bildungsniveaus heranzuführen? Weil das ist letztlich die Frage, die sich stellt. Und die wir beantworten müssen. Dann nehmen wir das als Aufforderung und Schlusswort für diese Runde. Annes Livka, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in das, was andere möglicherweise auch besser machen als wir in Deutschland und wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen und wo es sich lohnt, zu lernen. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Damit sind Sie gewissermaßen wieder bei der Pausenberechtigung angekommen, die wir jetzt anschließen. Aber für diese Pause, und da gibt es dann anschließend die Workshops. Die Mail haben Sie ja heute Morgen bekommen. Da haben Sie dann wieder die Links, können entsprechend reingehen. Die Pause haben wir allerdings nochmal angereichert mit einem, ja, jetzt hätte ich fast gesagt Sonderangebot. Nee, ich wollte sagen besonderen Angebot. Claudius, worum handelt es sich? Genau, vorhin in der Austauschrunde ist der Wunsch aufgekommen, dass auch die Schulen intern sich vielleicht nochmal austauschen wollen, weil ja zum Beispiel die Zugfahrt nach Hause aus Berlin ja diesmal wegfällt. Und das wollen wir jetzt möglich machen. Und zwar können Sie dafür einfach gleich jetzt von 15.30 Uhr bis 16 Uhr in den Austauschraum kommen, den wir auch vorhin schon genutzt haben. Das heißt, Sie nehmen entweder den Link aus der E-Mail oder der Link wird auch hier gleich nochmal in den Chat gestellt. Und dort erwarte ich Sie dann und dann schauen wir, dass wir mit Breakout-Sessions ganz flexibel Sie in schulinterne Räume diesmal zusammentun. Und ja, also wer daran interessiert ist, kann jetzt gerne in den Raum kommen. Gut, herzlichen Dank für diesen Hinweis. Können Sie gerne hingehen. Wir posten das jetzt auch nochmal im Chat in wenigen Sekunden, den Link zu diesem Raum. Ansonsten ist jetzt Pause. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit der zweiten Workshop-Runde. Wie gesagt, die Workshops sehen Sie, beziehungsweise Sie sehen den Link, wenn Sie in Ihre Mail gucken. Und um 18 Uhr, da gibt es dann nochmal eine Pause zwischendurch, aber 18 Uhr beenden wir dann den großen Block hier mit einem weiteren Panelgespräch. Und die beiden, beziehungsweise die vier, die dort mit diskutieren, haben Sie auch alle schon entweder gesehen und oder gehört. Annes Livka ist dabei, Dorit Bosse, außerdem Barbara Stockmeier und Friedemann Stöffler. Und dann schauen wir mal, was sich so ja, in Richtung einer zeitgemäßen Oberstufe tut und tun muss und werden das nochmal versuchen zu bündeln. Erstmal bis hierhin herzlichen Dank. Wir sehen uns später wieder.